Das Waffensystem Melz der Infanterie wird abgesessen von einem Schützentrupp bestehend aus 2 bis 3 Soldaten eingesetzt. Der Gefechtskopf des Lenkflugkörpers ist mit einer Tandem-Hohlladung ausgestattet und durchschlägt modernste Panzerung, auch mit Reaktivpanzerung. Das System erlaubt ein unmittelbares Verfolgen des Fluges über eine Tagsicht- und Infrarotkamera. Durch die hohe Flugbahn ist das Zerschlagen gepanzerter Kräfte des Feindes mittels Top Attack möglich. Panzerabwehrsystem der Bundeswehr, die Waffenanlage Melz oder auch Spike von dem Hersteller Rafael aus Israel. Die Waffenanlage hat eine Mindestkampfhöhe von 200 bis 4000 Metern, hat verschiedene optische Kanäle, ein VIS-Channel, ein Infrarot-Channel und ein Laser-Rangefinder. Die befinden sich hier hinter den Optikabdeckungen. Ermöglicht mir das Zielen und Bekämpfen von Zielen bei Tag, bei Nacht, bei eingeschränkter Sicht sowie ein Laser-Entfernungsmesser einsetzbar. Der Laser ist ein Klasse 1 Laser, dementsprechend von 50 Metern bis 6000 Metern einsetzbar, plus minus 5. Die Waffenanlage verfügt über 3 verschiedene Feuermodis. Das ist einmal Fire and Forget, also das übliche, ich krümme ab. Der Lenkflugkörper verlässt das Startrohr und fliegt einfach ohne mein Zutun in das Ziel. Fire and Observe, das von uns priorisiert ist. Wir feuern die Waffenanlage ab, haben durch unsere iClue die Optik in meinem Bild auf dem Lenkflugkörper und sehen genau, was der Lenkflugkörper macht, wo das Ziel hinfliegt, wie der Lenkflugkörper hinfliegt und wann das Ziel trifft. Sowie einmal den manuellen Flugmodus, wo wir das Ziel einfach manuell wie früher bei der Milan bekämpfen. Der große Vorteil gegenüber der Milan ist, dass wir bei dieser Waffenanlage auch 2 verschiedene Abschussarten haben. Und zwar einmal die hohe Flugbahn und die niedrige Flugbahn. Die Einsatzmöglichkeiten der Melz besteht einmal darin im abgesessenen Einsatz, normal mit der Infanterie, bei den Jägern, Fallschirmjägern, Gebirgsjägern und natürlich auch beim Skandardieren. Dazu noch zu sagen, wir nutzen die Waffenanlage noch aufgesessen auf dem Schützenpanzer Marder und jetzt auch im Schützenpanzer Puma. Der Unterschied gegenüber der Milanis, das Waffensystem ist kompakter, ich habe nicht mehr so einen riesen Aufbau wie bei Mira, die ich damals hatte. Die Möglichkeiten, den Feind von oben zu bekämpfen, ist wahrscheinlich der größte Unterschied im Gegensatz zu Milan und ich habe die Reichweite. Und der größte Vorteil, ich kann sehen, wo ich hinschieße. Ich habe meinen LFK, durch den ich jederzeit das Ziel sehe und auch sehe, was der Lenkflugkörper halt macht, bis er auf das Ziel aufschlägt. Das war bei der Milan nicht der Fall und es ist natürlich auch leiser, weil das Wärmebildgerät in dieser Waffenanlage ist so integriert und leise, dass es nicht mehr wie es früher bei der Mira war. Typische Klackern, sondern ein sehr entspanntes, angenehmes Surren. Die iClue an sich, die wiegt 10,4 Kilogramm. Die Batterie, die für externe Stromversorgung eingesetzt werden kann, ist 1,1 Kilo schwer. Die findet sich unterhalb der Waffenanlage im Bereich der Richt- und Steuergriffe. Der Lenkflugkörper hat ein Gewicht von ca. 13,7 Kilo. Also der ist doch schon relativ schwer. Liegt aber an der ganzen Elektronik, die drin verbaut ist, die ganze elektronische optische Rakete mit dem Zielsuchkopf, mit den ganzen Tandem-Hohlladungen, die drin verbaut sind, sowie die ganzen Leiterkartengehäuse und Flügel und Ruder, die dort verbaut sind, im Lenkflugkörper. Zum Bedienen der Waffenanlage ist eigentlich nur ein Soldat erforderlich, und zwar der Richtschütze. Wir setzen aber einen 3 Soldaten, und zwar einmal den Truppführer von der Waffenanlage Melz, den Richtschützen und einmal den Ladeschützen. Der Truppführer der Waffenanlage ist ausgestattet mit einer sogenannten Sudoku, das ist eine Mitschauanlage, kann dem Richtschützen somit Ziele und Bereiche zuweisen, kann ebenfalls wie auf einer taktischen Lagekarte Ziele hineinfügen, herauslöschen sowie Grenzen festlegen. Der Ladeschütze, der trägt 2 Lenkflugkörper meistens dabei mit einem, Rucksacktragesystem und die Waffenanlage selber ist auch in einem Rucksacktragesystem, die trägt der Richtschütze permanent dabei. Die Standardbewaffnung für seinen Trupp ist einfach G36 plus halt die Waffenanlagen und ein SEM 52SL, um in Verbindung zu stehen mit dem Gruppenführer. Für eine Dienstpostenausbildung wird folgendes Material verwendet. Einmal der Indoor-Trainer, den wir hier sehen, sowie ein Outdoor-Trainer, der besteht eigentlich genauso in der Waffenanlage, nur halt unter den ganzen Kabelanschluss. Dann einen Outdoor-Trainer-Lenkflugkörper.
der eigentlich genauso aussieht wie dieser hier. Nur da hinten einen Gasanschluss für eine 300 Bar Stickstoffflasche. So wie lebensecht dargestellt, den Zielsuchkopf. Damit ist es möglich, denn außerhalb im Gefechtsdienst darzustellen, wie ein Ziel aufgeschaltet wird, um mit der Zielverfolgung zu arbeiten. Wenn der Lenkflugkörper das Startrohr verlässt, kann er, wie ich vorhin angesprochen hatte, die Waffenanlage noch über einen Lichtwellenleiter gesteuert werden. So sieht er aus. Ganz dünner, weißer Draht. Da ist es möglich, auch die Waffenanlage im manuellen Flug zu betätigen. Steuerbefehle ans Ruder zu geben und an die Flügel. Achtung, Milan schießt! Nachladen! Rückstandszone ist frei, Feuererlaubnis. Achtung, Meld schießt! Ein feindliches Radkfz vernichtet. Die Soldaten der Melz DPA lernen am ersten Tag ihrer Ausbildung alles theoretische Wissen über diese Waffenanlage. Das heißt, Unterrichtsmarathon. Sitzen von morgens um 7 bis zum Dienstschluss im U-Raum und lernen alles Mögliche von Gewicht über Kampfentfernung bis Systemmeldungen der Waffenanlage kennen. Danach geht es dann los in die praktische Ausbildung. Sowas wie Stellungsbau, Tarn der Waffenanlage sowie parallel hier schießen im Indoor-Trainer, um das Gefühl für die Waffenanlage zu bekommen. Am Ende der DPA wird stattfinden ein theoretischer Test, den die Soldaten dann alle bestehen müssen. Wer da durchfällt, ist auch raus aus der ganzen Geschichte, weil einfach das Waffensystem zu kostspielig ist, um da nachsichtig zu sein. Ebenfalls ein praktischer Test, hier am Indoor-Trainer wieder, weil der Schuss ist nicht gerade günstig. Ein Lenkflugkörper kostet um die 120.000 Euro. Wir vernichten das vordere Ziel. Im Fire Observe, CCD, Rückstandszone ist frei, du hast Feuererlaubnis. Verstanden. Achtung, Mate schießt!